Welches Geheimnis steckt hinter den Gemälden großer Meister? Um das herauszufinden, erschaffen wir die Klassiker neu. Und ein Expertenteam erkundet die kleinen Geschichten hinter bedeutenden Meisterwerken. Diesmal Jeremia von Rembrandt van Rijn. Diesem Gemälde kann man sein ganzes Leben widmen und es immer wieder neu erforschen. Ein wunderbares Bild, nicht Marcel? Ich dachte, wow, das muss ein Haar von Rembrandt sein. Das Erbgut von Rembrandt. Rembrandt van Rijn, zweifellos der größte Maler, der je in den Niederlanden gelebt hat. Er wurde weltweit bewundert, vor allem wegen des wundervollen Spiels von Licht und Schatten. Ein Meister der Darstellung menschlicher Emotionen, technisch virtuos. Jeremia malt er mit 24 Jahren. Rembrandt greift hier tief in die Trickkiste und zeigt erstmals sein ganzes Können. Das ist der frühe Jeremia Rembrandts von 1630. Er trauert über die Zerstörung Jerusalems. Ein beeindruckendes Gemälde. Michel, du hast viel Zeit mit ihm verbracht. Ich durfte es 2003 restaurieren. Gib's mir nochmal. Herrlich. Man sieht einen sensiblen, berührenden Mann, den die Zerstörung seiner geliebten Stadt Jerusalem tief getroffen hat. Seine Trauer ist so ergreifend, obwohl er ganz in sich gekehrt wirkt. Frappierend ist, was sind diese Unebenheiten? Einzelne Stücke Schweineborsten, die von seinem Pinsel abgebrochen sind? Die konnte er ja nicht entfernen, denn dann wäre die Oberfläche angegriffen worden. Nein, das Gemälde musste glatt und sauber sein. Immer wieder. Und das ist für mich das Geheimnis des Meisters, sieht man den Entwurf durchschimmern. Das letzte Mal haben wir sein Selbstporträt rekonstruiert, das da hinten hängt. Dabei ist uns schon viel aufgefallen. Was für ein wunderbares Gemälde, mein Gott. Es war nicht so einfach, wie ich dachte. Die Farbe ist zu dick. Dieses Bild ist viel größer und viel komplexer. Ja, das stimmt. Es ist ein unglaublich schwieriges Gemälde. Wie er mit Licht und Schatten spielt, es sieht fast so aus, als würde eine Person auf einem Podium angestrahlt. Dabei die Balance hinzukriegen, schwierig. Mir gefällt besonders der Kontrast zwischen den Details am Brokat und der Wolljacke und dann den großen Flächen, die leer bleiben durften und nur aus einem freien Hintergrund bestehen. Und dazu ein wunderschöner Rahmen aus Schildkrötenpanzer und Blattgold. Der ist allein schon ein Kunstwerk. Der Panzer stammt von einer echten Karettschildkröte, das ist die größte ihrer Art. Am Rahmen sieht man etliche Schäden, die wollen wir rekonstruieren. Da sind kleine Stücke abgebrochen, die dann wieder angebracht wurden. Eine große Herausforderung. Ich habe bei der Restauration etwas entdeckt, das bisher noch nie beschrieben wurde. In der Farbe ist ein Menschenhaar. Das fiel mir auf, als ich das Gemälde unter dem Mikroskop untersucht habe. Ich dachte, wow, das muss ein Haar von Rembrandt sein. Ich spürte eine Verbindung zum Maler, das war unglaublich. Ich habe durchs Mikroskop geschaut und da war ein blondes Haar, als hätte man es aus dem Selbstporträt herausgezogen. Können wir das auch machen? Vielleicht mit einem Haar von einem Nachfahren von Rembrandt. Die große Herausforderung wird sein, die richtigen Farben zu treffen. Dieses Weinrot und das prachtvolle Grau. Und diesen Kontrast zwischen den freien und den wahnsinnig detaillierten Stellen. Den würde ich mir nicht zutrauen. Ja, let's do it. Rembrandts Selbstporträt, das er als junger Mann gemalt hat, ist komplex. Aber dieses Bild ist noch viel schwieriger. Wenn man die Farbe nicht trifft oder beim Aufbau einen Fehler macht, kann man gleich von vorne anfangen. Es würde sofort auffallen. Ja, da hängt es.
Ich habe großen Respekt vor dem Gemälde. Man findet alle Facetten von Rembrandts Schaffen darin. Es ist sehr komplex, ein Gemälde, in dem alles stimmt. Da sind ganz kleine Sprenkel. Siehst du die Härchen im Bart? Hier ist das Haar von Rembrandt. Man sieht, wie lang es ist und nach oben gebogen. In dem Gemälde, das wir rekonstruieren, befindet sich ein Haar, wahrscheinlich von Rembrandt selbst. Das muss natürlich auch in der Rekonstruktion zu sehen sein. Doch dafür brauche ich ein Haar. Das bedeutet, wir müssen einen Nachfahren von Rembrandt finden. Piet, du hast dich auf die Suche nach Rembrandts Nachfahren gemacht. Die sind hier abgedruckt. Ganz schön viele Seiten. Das ist ja ein richtiges Buch. Rembrandts männliche und weibliche Nachfahren sind alle ausgestorben. 1634 heiratet Rembrandt Saskia Eulenbruch, 4 Jahre nach dem Jeremia. Sie haben 4 Kinder, 3 sterben kurz nach der Geburt, nur der Sohn Titus überlebt. 1 Jahr nach seiner Geburt stirbt Saskia an Tuberkulose. In diesem Jahr vollendet Rembrandt sein Meisterwerk Die Nachtwache. Sein Sohn Titus heiratet 1668. Im selben Jahr wird seine Tochter Titia geboren, doch die stirbt kinderlos. Damit endet die direkte Linie. Ein Bruder von Rembrandt hatte einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn hatte 2 Söhne und eine Tochter, aber er starb und seine Witwe ist spurlos verschwunden. Seine Schwester Cornelia van Rijn war mit Thijs van Caster verheiratet. Die Nachfahren heißen van Caster. Wow. Aber wirklich. Es ist so schön. Und schwierig. Worauf man alles achten muss, wenn man... Auf alles. Auf alles. Auch an dunklen Stellen. Hier scheint der Untergrund durch. Diese Stelle wurde freigelassen, aber ich muss die richtige Farbe und den richtigen Farbton finden. Willst du das Bild eigentlich mitnehmen? In einer idealen Welt würde ich das, aber nein, die Verantwortung wäre mir zu groß. Okay, da sind wir im Jahr 1923 in Leiden. Hier hört es auf. Bis hier gibt es Nachfahren. Dann endet die Suche. Wissen wir etwas über die 2 Brüder? Haben sie Nachfahren? Der erste hatte 3 Kinder, der zweite hatte 1 Kind. Okay. Es wird nicht wirklich einfacher. Ich muss ein paar Anrufe machen, um zu sehen, wie die Linie weitergeht. Bei dem Rahmen weiß ich echt nicht, wo ich anfangen soll. Jeder hat seine Probleme. Jeremia stützt den Kopf auf die Hand. Doch die hat nur die Form einer Hand mit einem Lichtfleck drauf. Dabei sind die Falten neben der Hand unglaublich präzise gemalt. Das ist das Wunderbare an Rembrandt. Er lässt Dinge unausgesprochen. Er lässt immer mal was weg und trotzdem erkennt man alles, wenn man das Werk als Ganzes betrachtet. Ich habe mir lange die Fotos des Museums in hoher Auflösung angeschaut. Auch die Röntgen- und Infrarotaufnahmen. Das ist wieder so ein Bild, dem man sein ganzes Leben widmen kann. Ich habe immer das Gefühl, dass ich leider viel zu wenig weiß. Zu Beginn scheut man sich vor der Aufgabe. Dann räume ich alles auf, bereite alles vor und dann muss ich nochmal aufräumen. Ist das rotbraun auf dem Arm da? Aber das passt nicht. Man muss auch den Untergrund berücksichtigen, sonst geht das nicht mit dem Lack. Oh Mann, Michel. Der Himmel über Jerusalem. Ich habe meine Notizen schon 3-mal gelesen und mir bestimmt 100-mal die Fotos angeschaut. Charlotte trägt zuerst die Grundierung auf und benutzt dann Erdfarben, um die hellen und dunklen Stellen zu skizzieren.
Im Atelier meines Großvaters stehen noch alte Töpfe und Gläser mit Pinseln, die 40, 50 Jahre nicht benutzt worden sind. Alt und vertrocknet. Die brechen leicht. Vielleicht kann Charlotte einige Stellen mit den alten vertrockneten Pinseln malen, damit wir ein paar abgebrochene Härchen in die Farbe bekommen. Genauso wie bei dem Bild im Rijksmuseum. Ja, der ist gut. Die Härchen brechen ab, aber die sind zu dünn. Ich brauche dickere Härchen. Ich erinnere mich noch an die rechte untere Ecke. Vor der Restaurierung konnte man da nichts sehen. Das war einfach wie eine grüne Suppe. Und dann sah man den gemauerten Bogen, das schwarze Loch und die Steine. Wir hatten keine Ahnung, was das ist. Ich habe mit dem Konservator in der Bibel nachgelesen, der Quelle von Rembrandt. Damals wurde Jerusalem vom Heer des Königs von Babel belagert. Der Prophet Jeremia lag gefangen in diesem Vorhof eingesperrt. Plötzlich war uns klar, das ist ein Gefängnis. Wir haben die historische Dimension begriffen. Ich weiß noch, wie es mir kalt den Rücken runterlief. Ein unglaubliches Gefühl, wenn man den Text liest, den Rembrandt damals gelesen und dargestellt hat. Das ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Man braucht viel Zeit. All die Entwürfe, die Dekoration, die Hand. Das ist so, als wären wir in einem Märchen gefangen und hätten einen unmöglichen Auftrag. Unmögliche Auftrag habe ich gekriegt. Der ist genau richtig. Da brechen die Härchen ab. Das ist der richtige Pinsel. Aber zur Sicherheit nehme ich alle mit. Dann können wir im Atelier alle ausprobieren. Schau, das ist ein Foto der Galerie der Familie Stroganow aus St. Petersburg. Und hier hängt der Jeremia. Das Bild wurde 1922 an einen schwedischen Sammler verkauft. Der hat es seiner Tochter geschenkt, die damals 3 Jahre alt war. Stell dir mal vor, dass dir jemand ein Gemälde von Rembrandt schenkt. 1933 sind nachts Diebe ins Haus eingedrungen und haben den Jeremia gestohlen. Zum Glück waren sie nicht sehr schlau, denn schon am nächsten Tag wurde das Gemälde wiedergefunden. Sieh nur, wie glücklich das Mädchen war. Sie war da 10 Jahre alt. Das Rijksmuseum wollte das Gemälde damals schon kaufen, aber sie sagte, nein, das ist mein Bild, ich mag es und es bleibt bei mir. Erst 1939 hat sie das Angebot des Rijksmuseums angenommen. Charlotte, ich kann dir gar nicht sagen, wie schön ich es finde. Ich bin echt gerührt. Gerührt? Genau so habe ich es mir vorgestellt. An der Hand sieht man hier und da die Grundierung. Ich habe das Gefühl, dass das, was wir jetzt sehen, bisher nur Rembrandt gesehen hat. Ich habe dir ein paar Pinsel aus dem Atelier meines Opas mitgebracht. Die sind von vor dem Krieg. Hier ist einer mit schönen, dicken Borsten. Ich habe ihn schon ausprobiert. Beim Malen brechen Härchen ab. Der ist gut. Genau. Schön ist auch dieses rotbraune Glühen, das hier durchschimmert. Genau diese Farbe. Darf ich? Nein. Echt nicht? Okay, hier darfst du, Michel. Aber nicht zu dick, okay? Pass auf, das tropft. Aber jetzt sind Härchen drin. Das ist noch zu dick. Du bist wirklich enthusiastisch. Geschafft. Die Farbe, vor allem die Grundierung, stimmt. Jetzt kannst du weitermachen. Auch die Härchen sind da, genau wie im Museum. Dann kann ich ja jetzt weitermachen. Du kannst weitermachen.
Du wolltest doch wissen, was das für ein Rahmen ist. Der besteht aus etwas ganz Besonderem. Ja, es ist eine sehr besondere Leist. Es ist der Panzer einer Schildkröte. Oh, wow. Oh, wow, ein festes Material. Ja, früher hat man das über Dampf gehalten und biegsam gemacht. Dann kann man es auf hartem Untergrund anbringen. So ähnlich wie Horn? Genau, das ist eine Herausforderung, denn der Handel damit ist verboten. Vielleicht nimmst du ein Imitat. Schildkrötenimitat, eine spannende Suche. Ja. Ja. Guten Tag, Jasper Krabbe von Das Geheimnis der Meister. Herr de Chuy? Ja, wir suchen Nachfahren von... Mit Piets Informationen mache ich mich auf die Suche nach einem Nachfahren von Rembrandt. Ich habe in einem Artikel von 1991 gelesen, dass Sie mit Willem Frederik verwandt sind. Stimmt das? Sind Sie Herr de Chuy? Ich bin von Das Geheimnis der Meister. Wir suchen... Aufgelegt. Charlotte, du kennst keine Nachfahren von Rembrandt, oder? Vielleicht kennst du einen Neffen und der sagt, hey, ich kenne einen Van Rijn, der hat viele Locken. Ich wäre gern selbst ein Nachfahre von ihm, das wäre toll. Genau, das würde das Malen viel einfacher machen. Rembrandt war ein Experte im Malen von Stoffen. Er hat eine spezielle Art und Weise, Textilien, aber auch Metall und Steine darzustellen. Man erkennt auf den ersten Blick, hey, das ist Satin oder das ist Pelz. Rembrandt beherrscht diese Kunst wie kein anderer. Hallo, ich rufe an wegen eines Artikels im Newsblatt von Het Norden vom 18. Januar 1992. Ja, lange her. Ja, ich erinnere mich. Da steht, dass Ihr Vater der älteste Bruder des Vaters der Familie de Chuy aus Leiden war. Und das waren Nachfahren von Rembrandt, richtig? Ja, meine Mutter. Ah, Ihre Mutter. Das ist Kunststoff. Ja. Das sieht dem schon verdammt ähnlich, vor allem wenn man die beiden nebeneinander sieht. Das Profil ist nicht so wie der Rahmen, aber wir haben auf jeden Fall die richtigen Rundungen. Das vergolden wir mit Blattgold. Wir legen es darüber und versuchen es darüber zu formen. Ja, das ist nicht ideal, aber niemand kann verlangen, dass wir eine echte Schildkröte nehmen. Nein, das will niemand. Man bringt für einen Rahmen doch keine Schildkröte um. Ich suche einen direkten männlichen Nachfahren von Rembrandt. Männliche Abstammung von Rembrandt. Ja? Ja, die gibt es. Wow, super. Ich habe drei Brüder. Das bringt mich wieder etwas weiter. Möchten Sie die Telefonnummer? Die Daten? Ja, das ist etwas direkt, aber... Das ist ein bisschen brutal, aber... Viel Erfolg. Danke, tschüss. Das bricht. Mit dem geht es nicht. Das geht. Kaputt. Ja. Auf den Kopf des Jeremia freue ich mich besonders. Es ist ein großes Bild und es handelt von ihm. Aber er hat einen sehr kleinen Kopf und es passiert so viel. Ein Kopf, der schon viel erlebt hat. Spannende Haut. Der hat einen kleinen Knubbel auf der Nase. Lustig. Den hatte mein Opa auch, der Vater meiner Mutter. Bei diesem Gemälde muss ich immer wieder an ihn denken. Es sind alles sehr ähnliche Farben, die sehr präzise neben und übereinander gemalt sind.
Damit es genauso aussieht, muss ich die Farbschichten auch so aufbauen und auf die Härchen achten. Wie mache ich das nur? Ich weiß es nicht. Marcel? Bert, ich habe was Spannendes für dich. Ich komme hier nicht weiter. Früher habe ich Rahmen aus echtem Schildkrötenpanzer gemacht, aber das ist heute verboten. Man bekommt ihn nicht mehr. Für jemanden in den USA habe ich mal einen Rahmen aus Schildkrötenimitat hergestellt. Der wird nie so schön wie aus einem echten Panzer, aber ich denke, ich kann dir helfen. Bitte schön. Darf die dreckig werden? Ich zeig's dir mal. Zuerst muss man das Papier anfeuchten. Nur so bekommt man die Bläschen, verstehst du? Ja. Und was ist hier drin? Politur oder Shellac. Wir machen das jetzt nochmal, diesmal aber mit schwarzer Politur. Das ist das Profil. Ich finde, es kommt dem Original schon sehr nahe. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir hier die Schildkröte aufbringen. Aber hier geht das nicht, weil Blattgold darunter ist. Ich dachte, das Polieren ginge schneller. Dafür bräuchte man eine Maschine. Aber so ist das eben beim Handwerk. Und dann noch drei Teile. Hallo, Fenner Balding. Hallo, ich habe Ihre Nummer von Noor van der Bij. Sie sagt, dass Jan van der Bij ein direkter Verwandter ist. Ein direkter männlicher Verwandter ist. Ja, das stimmt. Oh, wie gut. Dann bin ich bei Ihnen an der richtigen Adresse. Mein ältester Sohn wohnt in Groningen, mein jüngster studiert in Leiden. Er studiert in Leiden? Toll. Ja, er ist in Leiden, der Stadt von Rembrandt. Super, was für ein unglaublicher Zufall, dass er genau hier gelandet ist. Vielleicht waren es ja doch die Gene. Bestimmt. Hallo? Hallo? Kommen Sie rein. Ich sitze hier mit einem Nachfahren von Rembrandt. Mhm, ja. Das wusstest du doch. Ja, klopft. Ja, Ich habe in der Grundschule mal ein Referat über Rembrandt gehalten. Und allen erzählt, dass ich ein Nachfahre von Rembrandt bin. Niemand hat mir geglaubt. Niemand glaubte mir. Wie gefallen dir eigentlich Rembrandts Bilder? Bei der Nachtwache spüre ich eine Art Vertrautheit. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hast du schön gesagt. Die Nachtwache gefällt Millionen Menschen. Doch dass jemand eine vertraute Beziehung zu dem Bild hätte, das habe ich noch nie gehört. Das Bild löst Gefühle bei dir aus. Und das ist doch etwas sehr Schönes. Was hältst du davon, dass man ein Haar von dir in einem Werk von Rembrandt sehen wird? Das ist was Besonderes. Es hört sich auch ein bisschen verrückt an. Was soll mein Haar in einem Gemälde? Aber es ist schon etwas Besonderes. Ja, toll. Charlotte hat Besuch. Martin Rosselink vom Rijksmuseum. Ja, ich bin fast verliebt in das Bild und muss es immer wieder sehen. Ich bin neugierig und möchte wissen, wie Charlotte mit dem Werk vorankommt. Du bist fast fertig. Auf den ersten Blick sieht es richtig gut aus. Ich weiß, die Kopie ist noch nicht fertig, aber das Bild macht was mit mir. Es ruft dieselben Gefühle hervor. Schwierig, nicht? Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Lastig, joh. Ja. Ich bin leider nicht in deinen Schuhen stehen. Die Ausdruckskraft der Szene und der Geschichte.
aber auch der wunderbare Rahmen aus Schildkrötenpanzer. Wie wollt ihr das nur hinkriegen? Ich habe alle Hände voll zu tun. Um den Rahmen kümmert sich Bert. Wie ein Spiegel. An einigen Stellen haben wir das Blattgold eingefärbt. Denn auf dem Originalrahmen sieht man auch verschiedene Farben, die durch den Panzer durchscheinen. Danach verkleben wir die Schildkrötenimitation. Das muss sofort sitzen. Wenn es sich ablöst, muss man den ganzen Panzer abnehmen und zieht dabei das Blattgold ab. Dann müssen wir wieder von vorn anfangen. An der Ecke und... Genau, perfekt. Ja. Sieht toll aus, nicht Marcel? Wie echt. Mit sowas kann man sich ewig beschäftigen. An den hellen Stellen muss man irgendwann aufhören, sonst wird's zu viel. Aber es gibt auch Stellen, an denen ich denke, sie müssten dunkler sein oder Linien müssten stärker gebogen sein. Der Jeremia ist ein besonderes, wichtiges Gemälde in Rembrandts Werk. Vor allem, wenn man es für sich betrachtet. Einfach wunderbar. Iets. Das ist gewoon prachtig. Und das hat jemand gemalt, der erst 24 Jahre alt war. Das ist wirklich einzigartig. Das finde ich auch besonder. Ich hätte gerne gemeinsam mit Rembrandt Landschaften, Mühlen und Panoramen gemalt. Und dabei hätte ich beobachtet, wie er es macht. So lernt man am meisten. Natürlich macht es auch was mit mir, wie mit so vielen Menschen. Wer weiß, wie weit ich es noch bringen werde. Nach all den Menschen, denen man im Leben begegnet ist, wird es bei mir wohl bescheidener enden. Es wird bei mir wohl etwas niedriger ablaufen. Jasper hat ein Haar von einem Nachfahren Rembrandts aufgetrieben. Das muss jetzt ins Gemälde. Ich frage meinen Bruder. Ich bin Arnold van der Laar, der Bruder von Michel. Ich bin Chirurg. Er weiß, wie man mit Klammern und Pinzetten umgeht, denn das Haar muss eine bestimmte Biegung haben. Vielleicht kann ich mit chirurgischer Präzision einen kleinen Beitrag leisten. Ich habe mir das Haar, das auf das Gemälde aufgetragen werden soll, genau angesehen. Es ist viel länger als das Haar im Originalbild. Deshalb müssen wir ein Stück abschneiden. Das mache ich, wenn das Haar schon in der Farbe liegt. Dort bringe ich es auf die richtige Länge. Hier ist der Haarbalg. Dann macht es einen Bogen und dreht sich an diesem hellen Fleck weg. Du kannst das Haar jetzt auftragen. Okay, los geht's. Hier kommt das Haar. Hier geht's zur Seite. Perfekt. Pianissimo. Etwas höher. Hier in die Ecke? Ja, davor. Es muss nicht exakt auf dem Punkt liegen. Ja, okay. Ich denke, so liegt es gut. Gibst du mir bitte die Metzenbaumschere? Ein schöner Bogen.
Ja, Habalk oben. Wir mussten erst mal überlegen, wie wir das machen. Es musste noch Farbe auf das Haar, denn im Original liegt das Haar richtig in der Farbe. Gut so, oder? Ja, ein schöner Bogen und es kommt etwas nach vorne. Das liegt gut in der Farbe. Der Haarbalg ist gut zu sehen. Ja, unter dem Licht glänzt es. Für den Jungen, von dem das Haar ist, muss das auch spannend sein. Das Haar liegt in der Farbe, aber die ist etwas zu hell. Das kann Michel noch retuschieren. Ich mach das. Wir lassen das Gemälde noch altern. Ja, schön. Dann sind wir fertig. Ein Haarbalg liegt in der Farbe. Auftrag erfüllt. Der Rahmen ist etwas ganz Besonderes. Ich finde, wir sind dem Original sehr nahe gekommen. Ich hatte ein paar schlaflose Nächte, weil ich den Rahmen und das Bild noch nicht zusammen gesehen habe. Das Bild ist fertig, das Haar ist drauf, der Rahmen ist fertig. Zeit zu überprüfen, wie nah wir dem Original gekommen sind. Fehlt nur ein Element oder ist ungenau, ändert sich der Gesamteindruck. Das gesamte Werk muss stimmen. Am schwierigsten war es, die Farben zu treffen. Und das Gesicht natürlich, das ist zu klein. Das ist ein emotionales Bild. Wenn es dieselben Gefühle weckt, die Rembrandt im Jeremia wie kein zweiter festgehalten hat, dann ist es gelungen. Ich würde das am liebsten allein sehen, ohne all die anderen. Oh Gott. Ein Meisterwerk, Charlotte, wunderbar. Die Emotionen sind das Wichtigste. Und die finden sich hier wieder. Ja, Charlotte hat sich bei dieser Rekonstruktion selbst übertroffen. Es hat mich tief berührt, das zu sehen. Unglaublich. Wenn man die beiden Gemälde miteinander vergleicht, hat sie zu Rembrandt aufgeschlossen. Der Mann sitzt allein vor der eingestürzten Mauer. Er ist leibhaftig da. Wenn man das zum Ausdruck bringen kann, hat man es geschafft. Charlotte hat es geschafft. Ich muss mich erst mal sammeln. Ich freue mich riesig über die Reaktion von Martine. Für mich geht es vor allem um die richtige Atmosphäre im Bild. Darauf hat sie auch geachtet. Es ist etwas Besonderes für mich, dem Gemälde so nahe zu kommen. Es ist herrlich, bei so einem Prozess unter die Oberfläche zu schauen. Man kann die Komplexität, die verschiedenen Schichten und die Vielstimmigkeit von Rembrandt nachvollziehen. Ich glaube, dass wir als Rijksmuseum das auch sehr genießen können. Wir haben auch ein Haar aufgetragen, denn im Original von Rembrandt gibt es auch eins. Und das wurde mit chirurgischer Präzision platziert. Im schönen Bogen. Es berührt mich, wie ähnlich sich die Bilder sind. Vom Untergrund bis zur Farbe haben wir alles genauso gemacht und wurden mit einer tollen Rekonstruktion belohnt. Ich freue mich, dass für den Rahmen keine Schildkröte leiden musste. So kann ich mich damit auch identifizieren. Allein deshalb ist unser Rahmen schöner. Der Ausdruck des Gemäldes ist erhalten geblieben. Es weckt dasselbe Gefühl. Man kann etwas nachmalen, das genauso aussieht. Wenn das Gefühl fehlt, hat man nichts erreicht. Doch unser Bild hat diesen Ausdruck.
Wunderbar. Das ist Helmar.